leckere Nahrungsmittel. Kriegt nun mein Süße auch wieder was zu futtern. Wie man sieht, sie kann es kaum erwarten. Ich werde nun jetzt mal das Futter, leckere Truthahn, mal etwas verkleinern. Oh, Süße. Jetzt hat sie genug Futter. Ja, fein. Ja, so, jetzt hat sie zu tun, ne? Genau. Letzter Abend, ne? Oh, ich werde dich vermissen. Ne? Darf ich mich vorstellen, Reiselady Celine? Ich befinde mich hier in dem Hotel Maspaloma Princess auf Gran Canaria. Ein sehr schickes und renommiertes, tolles Hotel. Zurzeit befinde ich mich gerade auf der Außenterrasse von Doppelzimmer mit wunderschönem Ausblick zum Pool. Sieht also auf Gran Canaria hervorragende, unwahrscheinlich große, buchtige Palmen. Nun gehe ich einmal in das Innere des Zimmers. Eine kleine Sitzgruppe.
schicke Bilder an der Wand. Was besonders gut ist, hier genügend Stauraum für gewisse Utensilien unterzubringen. Es sieht auch den Fernseher. Hier ein sehr schönes großes Bett. Und hier ist der Kleiderschrank, wo man dann seine Sachen aus dem Koffer auspackt und hineinhängt. Inklusive eines Safes für seine Wertsachen. Nun gehe ich weiter zum Flur. Und werde mal das Bad präsentieren. Hier ist also das Badezimmer mit sehr schöner großer Badewanne, Dusche, schöner Spiegelfront zum Fertigmachen, wo man seine Kosmetik und andere Dinge unterbringen kann. Nun gehe ich mal zum Flur des Hotels. Dies ist also der gesamte Flur des Hotels, sehr groß. Ich bin zurzeit Ende März 2011 auf Zimmer 3056 untergebracht. Hallo, Celine hier. Ich bin die charmante Reisebegleiterin. Wir haben heute den 24.03. und ich befinde mich zurzeit im Frühstücksraum, wo es auch das Abendessen für Dinner einzunehmen ist von Hotel Maspanoma Hotel. Man sieht hier auch eine sehr schöne Außenanlage mit Wasserfall. Ich werde nun weiter eine Führung durch den Frühstücks- und Abendessenraum machen. Hier werden jeweils die Speisen und Desserts am Abend serviert, die übrigens unwahrscheinlich lecker sind. Und hier sämtliche Hauptgerichte, ebenfalls auch auf der anderen Seite. Sehr, sehr großes Gelände ist, weil von Maspaloma Princess der Frühstücks- und Abendessenraum mit in das Hotel Tabaiba Princess führt. Hier geht es bitte schön zu Hotel Tabaiba Princess. Angestellten hier sind für den Service zuständig. Ich verlasse nun den Frühstücksraum und werde mich mal zur Außenanlage begeben. Hier noch einmal die Zeiten, wann man das Abendessen einnehmen kann. Restaurant.
Wer Vollpension möchte, kann natürlich auch mitreisen. Was zu erwähnen? Die Gedanken, Auszeichnungen, die sind ja immer bei dem Abschluss. Das Hotel hat natürlich auch einen sehr interessanten Hotel. Wir werden Accessoires, Bikinis, Strandschuhe, Tücher, Kleider. Die Boutique nennt sich Bonnie and Clyde Beach Boutique. Nun begebe ich mich zur Außenanlage des Hotels Maspaloma Princess. Heute ist übrigens ein wunderschöner Tag, das Wetter ist spitze und ich hoffe, dass ich heute mich sehr gut sonnen kann, damit ich schön braun werde. Man sieht, die gesamte Poolanlage ist mit einem Palmengarten umgeben. Hier einmal ein Hinweisschild. Zwei Hotels in einem, Maspaloma Princess und Tabaiba Princess. Hier eine gesamte Rundführung. Was die Anlage jeweils gibt. Wir machen nun einen Rundgang. Eine süße Poolbar mitten drin in der Poolanlage. Dieses für Kinder.